Hallihallo Freunde, willkommen! Es ist der 1. April und ich dachte mir mal, ich spiele irgendwas Verrücktes, um mich ein bisschen gaga zu machen. Und ich dachte mir, ich spiele irgendwas Schwieriges und ich dachte mir, Mega Man, das ist schwierig. Ich wusste aber noch nicht zuerst welchen Mega Man Teil und ich habe mich nur daran erinnert, wie das Mirko LP in Mega Man 6 total ab. Oh. Nein, 6 total abgegangen ist. Und ich werde das vielleicht öfter mal machen. Das ist einfach, wenn irgend so ein witziger Tag ist, irgendwie 1. April oder irgendwas. Keine Ahnung, Ostern oder so, werde ich irgendwas spielen. Irgendwas mal unabhängig von meinen Let's Plays. Und die Videos werden dann halt immer so bis zu einer Stunde lang. Also, dass ich so rein nach Gefühl spielen werde. Und was ich versuchen werde, ich werde versuchen, gegen Yamato Man zu kämpfen. Wenn ich da überhaupt hinkomme, weil ich habe eigentlich noch nie Mega Man gespielt. Ich bin eher so der. Ich habe lieber Mario gespielt. Okay, und ohne groß zu quatschen, lasst uns loslegen. Yamato Man. Raichikawa. Ja, da hab ich mich so schlapp gelacht. Aber ich will mal sehen, wie ich in dem Spiel bin. Okay. Aber ich liebe die Musik in Mega Man. Das ist Mega Man immer das. Oh. Die Stelle ist. Oh fuck, das ist schwer. Jetzt die Stelle, da muss man so bescheuert springen. Ne, zu. Oh, Scheiben. Ich will eigentlich das Leben haben, aber ich glaube, dafür braucht man Rush. Aber ich habe keinen Plan, wie das. Wow, Bombe. Ist ja wie im Krieg. Aber den kann man locker ausweichen. Oh. Hier sieht das schon ganz anders aus. Na, warte, ich. Was mich am Mega Man immer. Was ich da immer am fiesesten fand, sind dieser Instant Death Tod, wenn man einfach in Tiefen fällt. Ich brauche. Wasch. Gut. Ich dachte, da dürfte ich gar nicht runterfallen. Ein Treffer und ich bin tot. Oh, was bist du denn? Ich kann mich jetzt gar nicht mehr so genau an das Let's Play erinnern. Ich wollte es mir nochmal bei Funk ansehen. Ich habe da nur ab und zu mal ein bisschen reingeguckt. Oh, scheiße. Jetzt muss ich gleich wieder von vorne anfangen. Ja, ich muss von vorne anfangen. Yay. Oh yeah, Energie, die nützt mir voll, weil ich noch überhaupt keine Fähigkeit in diesem Spiel freigeschaltet habe. Oh, das ist auch jetzt provokant. Fällt das Leben direkt vor meiner Nase ab. Gut. Fuck. Ich bin so der Held. Hier, das geht ja noch. Mit dem Auswahl. Ja. Dinger dürfen eigentlich. Die haben gar nicht so einen hohen Sprengradius. Man muss nur. Seht ihr? Das Ding ist vor meiner Nase explodiert und. Man muss einfach nur stehen bleiben. Die tun gar nichts. Seht ihr das? Ich bleib stehen und. Das heißt immer, wenn die Dinger kommen, einfach außen. Einfach stehen bleiben. Das ist einfach. Gut. Bum, bum, bum. Oh, die Musik ist so geil. Aber wie man dich platt kriegt, mein kleiner. Das weiß ich noch nicht. Oh, ja, genau so. Dich. Einfach mit. Oh, jetzt respawnt er. Das ist doch nicht nett. Ja, aber warum bin ich eigentlich überhaupt zur Seite gegangen? Das ergibt keinen Sinn, wie so vieles, was ich tue. Wir haben noch die Hälfte unserer Energie. Ach ja, wie slidet man nochmal? Genau so. Oh yeah, Instant Death Stacheln. Wie kommt man da jetzt rein? Irgendwie springen und sliden und. Hm, keine Ahnung. Vielleicht auch nur mit einer bestimmten Fähigkeit. Ich habe keine Ahnung. Ach. Wow. Hätte ich da jetzt nicht geschossen, dann. Wäre es das bald mit mir gewesen? Das. Du musst. Oh, einfach. Oh, noch ein Leben. Gut, aber nicht alles von vorne. Boom, 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 boom. Kann ich da einmal so überspringen? Nee. Das ist Mega Man und nicht Mario. Ja. Mario hätte es da locker rüber geschafft. Du bist voll schlecht. Könnte ich die Kanonen eigentlich umdrehen? Keine Ahnung. Ich habe zu schnell geschossen. Boom, boom. Oh fuck, ich bin genau in den Schuss eingesprungen.
So, komm. Hey. Was so? Oh. Game over. End. Ich glaube, ich werde vielleicht nochmal vorher einen einfacheren Boss trainieren. Nightman, der ist, glaube ich, schon einfach. Ich glaube, der war wirklich einfach. Meister auf Maceboard. Ne, was stand da? Ich habe es nicht genau gelesen. Das scheint irgendwie so eine... Der soll irgendwie, glaube ich, einen Ritter darstellen. Oh, zur Hölle. Ja. Ah, das kann man... Ach ja, genau, das kann man mit, nur mit so einer scheiß Fähigkeit freiholen. Aber wir haben ja überhaupt noch keine Fähigkeit. Was bist du denn? Warte. Ah. Was zur... Und schon wieder ein Drittel der Lebensenergie. Oh, so. Weg mit dir. Komm, nein. Was zur... Was ist da? Was soll das? Das bringt... Da kann ich doch nicht rein. Da, wie soll man das denn... Was ist das denn? Immer kurz... Instant Death. Okay. Das hat... Entschuldigung, dass ich gerade eben so leise war. Ich musste das erstmal so leise für mich kapieren, was das sein... Ha. Was das bringt. Oder was das soll. Slime... Ah, wie soll man den denn... Oh, jetzt habe ich sogar noch mehr Energie verloren als... Wow. Weg mit dir. Stirb. Was zu... Und das war zu hoch. Das ist so fies. Wie soll man... Okay. Aber das soll eindeutig... Oh. Diesmal habe ich es vergessen. Ich bin so Doom. Das ganze Spiel ist Doom. Okay, der Witz war schlecht. Ich denke immer noch, dass ich dagegen schießen kann. Warum tue ich das? Was ich vielleicht mal machen könnte, ich könnte mir mal, ich kriege aber halt einen Grabber, ne? Und dann könnte ich mir auf die Wii Mega Man, die neuen Mega Man... Hey, jetzt habe ich es geschafft. Ab in Deckung. Duck dich, Mega Man. Kann er das? Nö. Wow. Wow, wow, wow. Nein. Nein, 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 nein. Ich glaube, mit Sliden wäre ich da schneller durchgekommen. Und yay! Was machen wir denn jetzt als nächstes? Ich probiere nochmal an. Ja. Ja, Mato Man probiere ich nochmal. Da wissen wir jetzt ein bisschen, wie wir es machen müssen. Also, wir haben ein bisschen Skill angesammelt. Jetzt schaffe ich das. Jetzt Speedrun, ne? Wow, der kommt ja wieder. Ich dachte, Mega Man ist nicht gut zum Kommentieren, weil man sich in diesem Spiel so derbe konzentrieren muss. Ja, ich will immer springen. Okay, aber diesmal nur ein Treffer einkassiert. Ich will immer springen, weil bei Mario beim Hochklettern, bei Super Mario World, da springt man ja auch immer automatisch, damit das schneller geht. Seht ihr, was sollen die Dinger? Man kann einmal stehen bleiben und es passiert nichts. Guck! Man muss einfach nur, ab dem Punkt, wo die auf dem Screen kommen, oder ab dem die ihre Bombe abwerfen, nicht mehr bewegen, dann kriegen die einen nicht. Das ist doch schwachsinnig. Okay, also da habe ich jetzt wenigstens den Bogen raus. Ich habe den Bogen raus. Ich habe... Oh. Ja, du warst nett. Oh, nein. Ich freue mich schon, wenn ich dann zu Yamato Man komme. Das ist immer das Schöne. Man schafft alles geschafft bei Mega Man und dann kommt der Boss und dann töte ich dich. Irgendwie erinnern mich die Staffeln da und gerade irgendwie an die Mannschaft. Vielleicht liegt es daran, dass ich heute mal wieder den ganzen Tag Mario gespielt habe, aber... Oh. Gut. Oh. Ach nee, da kann ich nur mit Rush rein. Ich brauche diesen netten kleinen lieben Hund. Den habe ich nämlich noch nicht. Ich mag diese Musik. Dich krieg ich. Ah. Und bedürm. Oh, gut. Und ich hab's wieder vergessen. Wie soll man... Ah. Aha. Jetzt ist das schöne Leben. Oh. Ich hab nichts gesagt.
bin so schlecht. Die Hälfte meiner Lebensenergie gleich am Anfang verloren. Das nenne ich doch mal schlecht. Miau. Okay, jetzt nicht vergessen, Fisch. Das heißt, gleich werde ich mal einfach versuchen anzutäuschen. Gut. Okay. Gut. Oh. Komm her. Och man, das wäre Energie gewesen. Okay, aber jetzt haben wir die Stelle mit den Fischen raus. Der erste, den muss man antäuschen und den... Das sind wie die Geister. Nein, nein, ihr seid... Ihr seid böse. Das sind... Ich dachte gerade eben, die würden wie die meisten Geister an Mario. Okay, was bist du denn? Nee, das ist nicht Metroid. Du kannst nicht nach oben schießen, Mega Man. Scheiße. Dreh mich die Dinger um. Nee, ich dachte schon. Oh, fuck. Oh, Mann, das ist so scheiße zu kommen. Oh, danke schön. Scheiße, das musste jetzt... Oh, jetzt hat sich das Ding in die andere Richtung gedreht. Habe ich Glück, dass ich gesprungen bin. Oh, Energie. Love Energy. Oh, fuck. Ach, du warst der ja hier. Du warst... Ich habe... ich bin bei Yamato Man angekommen. Und ich habe noch wie viel Leben? Warte. Ich drück doch... Ach, ja, genau. So. Ich habe noch 2 Leben. Ausgangsposition. Wow, das ist... war gar nicht so schlecht von mir. Ich hatte jetzt bei, also dafür, dass ich das erste Mal diesen ich habe schon mal vorhin ein bisschen Mega Man gespielt. Das war aber Mega Man X2 und das ist ja ein bisschen anders vom Gameplay. Oh, fuck. Was so? Was so? Wie kriegt man den denn? Moment mal. Moment. Okay, das... Der hat ein Muster. Der springt rum und schießt rum. Ah, das habe ich auch schon kapiert. Stirb. Stirb, Yamato. Ja, ich bin gut da drin, daneben zu schießen. Der schießt... Ah, und dann rennt er einmal über den Bildschirm. Dann kann man den einmal ausweichen, wenn man will. Nur wenn man will. Also man wird ja nicht dazu... Man kann... Oh... Ich bin gleich wieder... Ich bin tot. Okay, ja, Yamato Man ist wirklich fies. Der hat aber ein Muster, dass man... Ich probier's mal. Also er rennt rum. Er rennt einmal über den Bildschirm und dann springt er wieder... Also ich habe eben gesehen. Als erstes springt er... Ich muss gar nicht schießen. Das bringt gar nichts. Er springt als erstes hoch. Ausgewichen. Okay, dann quetschen. Er will nämlich in die Wand einquetschen. Er schießt immer irgendwie so einen kleinen Orden oder was auch immer das sein. Diesen Pfeil da. Fuck. Nein. Ich will. Scheiße. Das war's dann. Oder habe ich noch ein Null? Ich habe gar nicht mitgezählt. Ich bin tot, ne? Ja, gut, ich bin tot. Aber ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen. Das ist doch auch schon mal was. Aber ich will wenigstens eins schaffen. Hier, Flame mache ich. Ich will die Flammenfähigkeit haben. Das ist cool. Er sieht aus wie ein Affe. Stimmt doch, oder? Er sieht aus wie ein Affe. Kann ich da rein? Ach nee, das war dieses Klebezeug. Das Me-Tool. Oh, fuck. Die schießen ja in alle Richtungen. Wow. Wow. Oh, Me-Tool. Böser Me-Tool. Ich will an die Energie kommen. Scheiße. Ja, da hätte ich irgendwie bestimmt im letzten... Boah, du bist böse. Im letzten Moment abspringen. Nein. Das wär's doch mal, wenn Mega Man brennen würde. Auf! Ach, das war das mit dem Öl. Ach ja, genau, das war Öl. Und wenn das da, wenn das Feuer da rein... Ah, ich erinnere mich. Oh. Ich gehe unten lang. Nein, 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 nein. Gehen die Dinger... Gehen. Fuck, stirb. Nein. Oh, fuck, ich kann da nicht so hoch springen. Komm ich von da nach da hoch? Ja, ich komm mal hin. Genau. Ach, ich erinnere mich. Das kam auch in Mega Man 9 vor. Was ich auch mal in Let's Play.
Wow, fuck, die können eine Ziel, die haben Zielsung, also das heißt, die schweigen nicht stumpf nach oben. Aber gut. Wow, 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 du schießt ja. Was? Oh, er schießt, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Aber man kann. Kann man den nicht töten? Anscheinend nicht. Nö, man kann die anscheinend nicht töten. Warte, zünden die das Zeug auch an? Jetzt fehlt's noch. Wenn da jetzt ein Feuerteil von. Komm ich da denn rauf? Die zünden das nicht an, na gut. Wie soll. Hä? Wie soll das denn gehen? Ich hätte mir jetzt vorgestellt, irgendwie da rüber fliegen, aber. Ich komme da oben ja auch nicht hin. Das? Hä, wie soll das denn jetzt gehen ohne Rush? Wie soll das? Das geht doch gar nicht. Kann ich das irgendwie selber? Ich habe keinen Rush, oder? Nee, ich habe doch nichts. Ich habe gar nichts. Wie soll ich da hochkommen? Ich kann euch nicht töten. Ihr seid immun dagegen. Warte, was? Dass ich vielleicht mich so. Nee. Ich dachte, dass ich vielleicht in meine Unverwundbarkeit. Hä, wie soll ich da hinkommen? Das geht doch gar nicht. Aber ich meine, die Stages waren so ausgelegt, dass man sie trotz alles schaffen könnte. Auch ohne die ganzen Fähigkeiten. Ich gehe nochmal zurück. Naja, so geht's auch. Ich kann auch sterben. Wie soll das denn gehen? Oh yeah, ganz von vorne. Stirb, Meetool. Fuck. Meetool! Auf du! Komm, komm, Meetool. Ich will an die Energie. Ich. Nein, ich hab's nicht ausprobiert, weil ich. Das wäre hätte nur wieder in irgendeinem so blöden Fehler geendet. Ha! Hey, wieso brennt das schon? Ich habe nicht gesehen, dass du es angezündet hast. Ich glaube, da kann man nicht. Nee, da kann man nicht überspringen. Nee, man kann auch. Ich habe gesehen, man kann da auch. Lebt er noch? Oder ist er tot? Ich hab's jetzt nicht. Oh, wow, 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 wow. Du zündest hier gar nichts mehr an. Du bist hier nichts hier Brandstifter. In dem Feuer stirbt man instant, glaube ich, oder? Ich werde es nicht ausprobieren. Und ich werde dich gar nicht erst versuchen umzubringen. Sonst bringst du mich um mit so einem Headshot. Und dann so, was war das denn? Und dann so das Spiel, ich hab dich nicht mehr lieb. Aber, jetzt mal im Ernst, wie geht die Stelle? Warte. Glitscht dich da irgendwas weg, oder? Ich will... Was ist das? Wie soll das denn gehen? Was? Ich hab keinen Plan. Man kann ihn nicht töten, man kann gar nichts machen. Ich kann jetzt stundenlang auf euch einballern, aber das bringt doch auch nichts. Wie viel Leben habe ich noch? Ansonsten probiere ich die nächste Stage einfach. Och Mann, ich habe noch zu. Was? Was ist denn? Wie geht das? Warte. Da drin slide geht's auch nicht. Bringt's auch nichts. Oder kann ich da noch irgendwie höher rausspringen? Ich komm da nicht hoch. Wie soll das gehen? Ohne Rush. Das Öl. Ich töte mich. Tut mir jetzt leid, Leute. Was ist denn auf einmal los? Ich bring mich um. Boah, ich habe keinen Plan, wie das gehen soll. Das geht nicht. Ich kann nicht fliegen, ich habe weder Rush, ich habe, oder vielleicht habe ich Rush und ich bin einfach zu dumm, das zu entdecken. Ja, yeah, Instant Death Star. Keine Ahnung. Ich habe keinen Plan. Ich werde jetzt auch nicht mehr nochmal zu Yamato Man gehen. Also Fireman ist für mich gestorben, weil ich nicht weiß, wie man den machen soll. Stage Select. Centaur Man. Blizzard Man. Ich nehme Centaur Man. So. Centaur Man soll ein Centaurus darstellen. Und Centauren sind in meinen meisten Videospielen immer sehr, sehr böse und sehr, sehr schwer. Wasser, oh yeah, das kann ich brennen. Das wär's doch mal. Ey, die Fisch. Und Energie, die ich nicht brauche.
Das Spiel schlägt auch manchmal mit Items um sich, die eigentlich keinen Sinn ergeben. Was haben wir jetzt schon mit Energie? Ach man, ich dachte, die Dinger bremsen im Wasser ab. Oh yeah, Energie. Okay, manchmal bringt es aber auch richtig gute Items mit sich. Die Dinger explodieren. In was auch immer sie explodieren. Nein, Wasserfall. Oh yeah. Und es ist macht. Boom. Nein. Du bist... Boom. Boom. Warum muss in diesem Spiel alles explodieren? Selbst die Fische explodieren. Sind das... Das müssen ja... Naja, in Mega Man ist alles Roboter. Ich wollte gerade fragen, sind das Roboterfische oder sind das echte Fische? Nee, aber in Mega Man ist alles Roboter. Mega Man ist da, glaube ich, sogar ein Roboter, oder? Ja. Mega Man ist ein Roboter, der menschliche... War das nicht der erste Roboter, der irgendwie menschliche Gefühle oder sowas oder ein Gehirn? Keine Ahnung. Ah ja, ich kann auch höher springen, ich erinnere mich. Weil er es kann und weil er cool ist. Ha. Ich sag ja, ich kann's. Nein! Jetzt da kann man mal höher springen. Ich hatte aber auch, mich haben diese Stacheln da oben so irritiert. Hey, komm, stirb. 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 Aber bisher macht das Spiel Spaß, auch wenn ich nicht... Oh. Nein. Kann ich da rein? Nö, kann ich nicht. Dann kann er mich auch... Ich wollte mich gerade darüber beschweren, warum kann Mega Man eigentlich so lange unter Wasser atmen? Aber hey, er ist ja ein Roboter. Mega Man. Du kleiner Blauer. Blau, jetzt passt er sich. Nein. Stirb, Fisch. Fisch. Kein Kommentar. Yay! Yes! Was probiere ich denn jetzt als nächstes? Den hatte haben wir denn noch nicht. Stage Select. Wir hatten Yamato. Wir hatten Tomahawk. Das scheint ein Indianer zu sein, oder? Da treffen ja viele Kulturen aufeinander. Tamula. Da sind irgendwelche Daten um. Oh, Wilder Westen. Ja, oh. Fuck, fuck, fuck. Oh yeah, extra life! Die Stage fängt gut an. Wenn diese Gegner verdammt schwer aussehen. Und Energy, das brauche ich nicht, aber trotzdem dann. Kann es sein? Ah ja, immer wenn ich auf den Screen hüpfe, dann regeneriert sich seine Energy. Gut. Okay, warte, das kann ich mache ich beim zweiten Mal garantiert besser. Das kann man besser. Ah, hier, das Level-Design gefällt mir. So. Oh Mann, haben die viel Life. Ein Glück, dass hier alles auf... dass hier nichts auf Zeit angeht. Okay. Die sind... Oh. Fuck, stirb. Sterb, stirb, was auch immer du bist. Böse. Oh, Meatwool, Holle. Ich musste jetzt warten. Okay, kann man das... Ah, das muss man das... Mama muss das große Ding kaputt machen. Fuck. Man könnte ja da jetzt Energy farmen, wenn man gut ist. Ich dachte, das Ding wäre zu weit unten, um mich zu treffen. Nein! Kleiner böser Meatwool. Böser Meatwool. Und unser schönes Extra Life. Aber wir sind wieder aus der Ausgangsposition. Oh. Wilde Sprünge umher nützen keinem was. Immer in der Deckung sein. So ist man am sichersten. Ich hätte nochmal so ein schönes Extra Life wie eben. Nee? Willst du nicht mehr? Hast du mich nicht mehr lieb? Yay. Okay. Ba-boom. Okay, nochmal. Nein! Ich bin genau reingesprungen. Böse Roboter. Mm-mm. Das ist ein bisschen... Oh, wie Termi... Mega Man ist der Terminator in Lieb. Mega Man ist ja nicht böse. Mega Man ist lieb, sonst würde er... Wenn er böse, würde er besser kämpfen können. Oh! Wow, böser Meatwool. Viehfolger Meatwool. Yay. Skill, Skill. Wow, ey, aber dieser Meatwool rennt ziemlich offensiv gegen mich. Ich kann ihn ja... Wie viel Leben hat denn das Ding noch? Gut, kaputt. Wurde Macht! Boah, das Ding war so hübsch. Hey, nochmal so ein extra Leben wäre schön. Oh! Aua.
Komm noch so. Yay. Immer schießen. Schießen. Gut. Nein. Dieser Meat-Hool rennt wieder nicht auf mich zu. Komisch. Dum 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 dum. Oh, ich liebe diesen Move. Was bist du denn? Du schenkst mir. Au! Oh, der war lieb. Der hat mir ein Item geschenkt. Ich dachte, ich muss. Oh, dann habe ich ihn abgeschossen. Dann bin ich ja böse. Und die Sonne. Was soll ich hier tun? Mit Rush. Was so. Was. Die sind böse. Nein. Ihr seid böse. Oh, wie komme ich da unten. Wie komme ich da. Wie komme ich da. Wow, aber die haben verdammt. Die sind böse haben aber verdammt wenig Energie. Genau wie Mega Man. Oh, ich hab, weil wie viel des Lebens ist das? Ey, ich habe noch zwei. Fuck, man muss die gleich beim ersten Mal treffen. Die haben verdammt wenig Energie, aber. Fuck. Fuck, 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 fuck. Fuck, fuck. Energie. Nein. Scheiben aus dem Screen raus, gut. Hm, hier gab's nichts. Wahrscheinlich doch, habe ich jetzt. Oh! Was bist du denn? Eine Motorraub oder Planierraub oder. Keine Ahnung. Du bist nicht süß. Was zur? Weg mit. Oh! Oh Mann, hier könnte man. Nee, bringt die überhaupt Energie, diese? Weil man sonst zu viel farmen könnte? Ich weiß es nicht. Weiß. Fuck, 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 fuck. Ich glaube, diese Meat-Tools bringen gar. Doch, sie bringen Energie. Aber, Entschuldigung, wenn ich gerade ein bisschen wenig quatsche. Das ist so ein. Ich bin ja. Mir ist das mit dem Konzentration, dass der Spielstoff eigentlich wichtiger ist, als dass ich sinnvolle Kommentare abgebe. Das Ding könnte doch auch mal und nochmal ein Leben ausspucken. Komm, dich krieg doch noch kaputt. Ich krieg kaputt. Ich krieg kaputt. Ich krieg kaputt. Oh, ein Leben. Oh. Ich liebe dich, Spiel. Nochmal ein Leben? Ich glaube, das wäre ein bisschen viel. Oh, gut. So ein bisschen Lebensenergie wäre auch schön gewesen, aber. Nix. Wow. Ich hätte fast vergessen, nach oben zu drücken. Nein. Oh, fuck, die Dinger treffen aber auch jedes Mal. Yay, einfach Wildballern. Seht ihr? Wildballern! Die treffen nicht, wenn ich mich nicht bewege. Seht ihr? Wenn ich mich nicht bewege, treffen. Ich nehme alles zurück. Ich dachte, das wären wie diese Dinger bei Yamato Man. Die einfach nicht treffen, wenn man sich nicht bewegt. Okay. Wir sind aber bei ihm angekommen. Mit zwei Leben, wenn ich mich nicht recht entsinne. Jetzt will ich dich töten. Indianer, ihr seid fast alle ausgestorben. Komm, ich. Jetzt mach. Entschuldigung. Okay, ich sollte ihn nicht beleidigen. Das macht ihn wütend. Aber was zur Hölle war das denn? Gut, ich will dich besiegen. Okay. Fuck. Ich sollte mehr auf. Nein! Scheiße! Was soll. Der ist ja auch noch schlimmer als Yamato Man. Der. Oh. Vielleicht kann man den gut mit Sliden kriegen. Ich versuche mal unter seinen komischen Boomerang durchzusliden. Yay. Nee, aber gut. Da wird. Oh, jetzt verwechsel ich die Sprungtaste. Hier ist so wenig Platz. Ich habe jetzt eben die Sprung mit der Schießentaste verwechselt und. Ah! Werde ich überhaupt irgendeinen Boss besiegen können? Ich weiß es nicht. Komm schon. Bro. Nein. Ey, Skill ist für den Arsch. Ah.
Der Boss ist zu schwer für mich. Was ist, wer ist denn einfach? Bitteschön. Wer ist einfach? Vielleicht. Oh. Komm. Windman, der macht bestimmt nur heiße Luft. Das ist der letzte, den ich ausprobiere. Wenn der jetzt nicht klappt, dann. Dann habe ich auch. Ich habe, glaube ich, die Stunde bald rum. Warte mal. Jetzt habt ihr meinen Mauszeiger gesehen. Oh nein, jetzt habt ihr meine Taskleiste gesehen. Ich. Scheiße. Ich bin so unprofessionell. Aber ich werde ja ein bisschen. Ich wollte gerade sagen, ich bin ein bisschen besser. Das ist der Panda. Ein Panda. Das erinnert mich gerade an South Park, an den Bibi-Bibi-Bibi-Panda. Dessen Namen nicht auf YouTube ausgesprochen werden darf. Ja, ihr South Park-Kenner wissen jetzt, wen ich meine. Och, Mann! Jetzt habe ich mich so sehr auf das Leben da unten. Panda-Bären töten. Och, Mann, das Spiel ist so grausam. Oh, ja, hier kann man. Fuck, sterben, wenn man will. Was sind das da? Ist das eine Winter? Was macht denn hier so? Das erinnert mich gerade an diese komischen Windkraftlangen aus Super Meat Boy, weil ich habe heute Super Meat Boy gespielt. Ja, geht kaputt einfach. Gehen die nicht kaputt? Fuck. Aber das hat trotzdem Mim. Wenn ich mich da. Für Opfer. Fuck. Komm, stirb. Wie auch immer ein Roboter sterben kann. Oh Mann. Das wäre doch mal Ex. Was so? Ach, ich dachte. Nein! Gut, nicht ganz. Oder ganz von vorne? Ich hab. Oh ja, ganz von vorne. Ich liebe es. Boom, Entschuldigung, wenn ich gerade die Klappe halte, aber ich will wenigstens einen Pass mal schaffen. Okay. Dieses Spiel ist zu hart für einen Softie wie mich. Och man, auch wenn das gar nicht so hart ist. Also es sieht zwar nicht hart aus, aber. Komm, stirb. Fuck. Was macht ihr eigentlich dieses. Gut. Ich brauche wenigstens irgendwie Rush oder keine Ahnung. Fuck. Nein! Ich muss auch jedes Teil erwischen. Die Dinger kann man nicht kaputt machen, ne? Keine Ahnung, vielleicht mit irgendeiner speziellen Attacke. Also irgendeiner Fähigkeit, die wir noch lernen, wenn wir nicht so gut wären. Wenn ich gut wäre. Betonung auf wenn. Slowdowns. Jetzt weiß ich's ja. Aber gleich ist das eh scheißegal, weil ich sterbe. Was ist das? Och nee, ne? Nee, ne? Fick dich, Spiel. Och, fuck, ey. Was soll das denn? Nicht im Ernst! Das ist ja sowas von Skillbedarf. Dürftig. Seht ihr? And. So, Leute, das war dann mein erstes April-Special. Ich hab nicht mal. Oh Mann. Kleines Fazit. Wir haben Yamato Man erreicht. Wir haben Nightman nicht erreicht. Wir haben Centauro nicht erreicht. Tomahawk haben wir erreicht. Hat uns umgemietet. Flame Man sind wir nicht. Weil sind wir nicht weitergekommen. Sagen wir es so. Können nie sagen, ich hab's nicht geschafft, ich bin nicht weitergekommen. Also habe ich es doch nicht geschafft. Juhu. Windman haben wir versucht. Blizzardman und Plantman haben wir auch gar nicht versucht. Wahrscheinlich sind die noch schlimmer. Blumen. Ne, Plant, was ist nochmal? Doch, Blumen. Ne, Pflanzen. Plant vs. Zombies. Pflanzen gegen Zombies. Pflanzen, Mann. Blizzardman, was ist nochmal Blizzard? Blizzard ist eine Stadt in Pokémon, in Pokémon Pearl, aber. Wind ist klar, Flammenmann, Tomahawk, es hört sich irgendwas nach einem Janus-Schiff. Centaurus ist klar, Knight. Irgendwas mit Ritter irgendwie, keine Ahnung. Yamato ist keine Ahnung. Ich will gegen Mega Man kämpfen.
Geht nicht, scheiße. Okay, Leute, das war's dann mit diesem Let's Fail für heute. Für den 1. April. Ich hoffe, es hat euch irgendwo gefallen. Vielleicht mache ich das irgendwann nochmal. Oder ich mache weiter. Bis zum nächsten Mal. Euer Jonas. Tschö, tschö.